Der Wissenschaftsminister ist am Wort, Reinhold Mitterlehner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben schon gehört, dass wir hier heute zwei Themen behandeln, nämlich einerseits die Novellierung des Universitätsgesetzes und andererseits die Novellierung des Hochschulgesetzes. Aus diesem Grund ist auch die Frau Kollegin Heinisch-Hossek da, freue mich sehr darüber, denn im Endeffekt drückt es die Zusammenarbeit in dem Bereich der Pädagoginnenausbildung aus, die erforderlich macht, dass wir hier im Bereich der Universitäten und der pädagogischen Hochschulen zusammenarbeiten. Das hat noch mein Vorgänger in den Verhandlungen klargestellt und wurde auch hier dann beschlossen. Ich glaube, ein sehr gutes Gesetz, hat aber auch noch die Notwendigkeit in sich, dass wir eben, was die neue Konstellation anbelangt, erstens einmal von der Zusammenarbeit rechtlich noch klarstellen und verschiedene andere Punkte, auch was die Curricula anbelangt, hier noch die Erweiterungsmöglichkeiten auch entsprechend gesetzestechnisch abklären. Ich finde aber den Weg sehr, sehr gut. Wir haben gestern eine größere Veranstaltung gehabt. Ich habe gehört, auch im Bereich der Kollegen war etwas Ähnliches, wo unter anderem die Frage der Pädagoginnenausbildung, die Qualität in dem Bereich eine entscheidende für die Weiterentwicklung des Bildungssystems darstellt. Danke auch der Frau Kollegin Maurer für die Rede. Zweimal das Wort begrüßen gehört, also was also da den Inhalt anbelangt, das ist ja wirklich für mich komplett neu. Und weil Sie auch angesprochen haben, ob der Herr Finanzminister mir ein Geschenk gemacht hat, hat er, aber nicht, weil ich zufällig heute Geburtstag habe, sondern weil er von der Sache überzeugt ist. Und ich darf Sie jetzt schon einladen, wir werden das auch wahrscheinlich morgen auch vorstellen. Das heißt, diese Frage der Finanzierung, die eine wirklich wichtige Frage ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, werden wir einer Klärung zuführen, wenn wir von der Wissensgesellschaft reden. Auch wenn die Bedingungen rundherum durch die Wirtschaftskrise erschwert sind, wollen wir das Problem lösen. Zur Sache selber kann ich mich sehr kurz halten, was das Universitätsgesetz anbelangt und die Novellierung. Karl-Heinz Töchterle und auch andere haben die meisten Punkte angesprochen, darf es daher sehr kursorisch machen. Die Frauenquote, dass hier eine Regelung, die 50% mindestens Frauenanteil in den Kollegialorganen vorsieht, klargestellt wird, halte ich für eine sehr, sehr positive, gesellschaftlich auch wirklich zeitgemäße Regelung. Auch Sie haben es angesprochen, Frau Maurer, dass man da einen in der Formulierung vorher vielleicht einen Fehler vermieden hat, dass man dort, wo jetzt schon größere Quoten da sind, das hätte dann nach unten korrigieren müssen, wäre unerwünscht gewesen, haben wir gemeinsam dann geregelt. Es ist auch, was die Vereinbarkeit Beruf und Familie anbelangt, hier in den entsprechenden Grundsätzen der Universitäten etwas Weiterführendes und Positives vorgesehen. Glaube auch, dass das, ist noch nicht erwähnt worden, gesellschaftspolitischer unseren Vorstellungen oder den meisten Vorstellungen entspricht, was die Qualitätssicherung bei wissenschaftlichen Arbeiten, sogenannte Plagiatsprobleme anbelangt, gibt es hier auch Klarstellungen und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten seitens der Universitäten. Was die sogenannte Studieneingangs- und Orientierungsphase anbelangt, ist es richtig, dass es hier um eine rechtliche Klarstellung geht, aber im Endeffekt, wir machen gerade eine Evaluierung. Und deswegen kann ich dem nicht folgen, was Sie gesagt haben, Frau Maurer, dass man jetzt schon vorher die Ergebnisse der Evaluierung darstellt. Das sollte eben die Evaluierung dann ergeben und wird es auch ergeben. Ich finde das an sich sehr positiv. Warum brauchen wir das? Es ist keine Knockout-Prüfung, ganz im Gegenteil. Wir haben nicht beliebige Kapazitäten. Und wenn man nicht beliebige Kapazitäten hat, dann muss ich auch entsprechende Grundlagen dafür haben, wie man vorgeht und wie ich Qualität sichere. Ganz im Gegenteil, wir haben dadurch Verbesserungen in allen Bereichen, soweit ich das jetzt, was die anstehende Evaluierung anbelangt, überblicken kann. Daher, wir werden dann auch Verhandlungen haben über eine Neuregelung. Ich würde das begrüßen, wenn wir da einen positiven Abschluss haben. Ähnliches, Karl-Heinz Töchterle hat es erwähnt, bei den Bauvorhaben. Es gibt die Bauleitpläne jetzt schon, sind aber rechtlich im Prinzip nicht verbindlich. Jetzt haben wir Klarheit. Ohne da jetzt die einzelnen Universitäten wirklich zu bevormunden, gibt mehr Rechtssicherheit, Planungssicherheit, Nachvollziehbarkeit bei all den Tätigkeiten. Im Endeffekt, das Universitätsgesetz ist über 10 Jahre alt. Was wir da machen, ist eine Weiterentwicklung der Universitäten, teilweise auch unter dem Bezugsrahmen oder im Kontext zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen, auch teilweise unter dem Gesichtspunkt Rechtsklarheit zu schaffen. Ich glaube, das ist einigermaßen sehr gut gelungen. Ich darf mich bei allen Beteiligten bedanken. Nachdem klar ist,
dass die Universität auch jetzt, was den Führungsbereich anbelangt, was das Management anbelangt, dass hier auch andere Notwendigkeiten sind, Riesenunternehmen geworden, andere Notwendigkeiten vorliegen, werden wir über die nächste Novelle schon im nächsten Jahr zu diskutieren haben. Dann aber die Frage, was hat der Rektor, was hat der Universitätsrat, was hat der Senat für Kompetenzen und wie können wir das weiterentwickeln. Ich glaube, auch dort gibt es einen Klärungs- und Weiterentwicklungsbedarf. Was das Herkunftslandprinzip anbelangt, ist vieles schon gesagt worden. Wir haben das schon bei den Beitrittsverhandlungen nicht klären können. Dann hat es eine Entscheidung im Jahr 2005 gegeben, dass unsere Vorgangsweise eben nicht dem Vertragsrecht der EU entspricht. Jetzt, Frau Kollegin Konzel, ist doch einigermaßen, würde ich sagen, ich würde nicht sagen billig, aber es ist doch etwas oberflächlich zu glauben, dass wir jetzt, also ich als Minister, die Rechtssituation ändern kann. Also da ist die EU ganz, ganz, ganz weit entfernt davon, dass man das Herkunftslandprinzip in der Form jetzt wieder einführt. Bitte? Na, Sie werden da in dem Antrag zitiert, ich habe es jetzt... Sie haben dem widersprochen. Also ich halte das auch nicht für wirklich vernünftig. Das Prinzip der Universitäten ist auf Internationalität ausgerichtet. Einige haben sie erwähnt. Was Ihnen sozusagen jetzt nicht passt, ist die Relation, dass zu viele Ausländer da sind und auf der anderen Seite zu wenige Österreicher. Nur man muss schon sagen, der Großteil derer, die da studieren, sind aus dem europäischen Bereich. Und es liegt an uns, es liegt an unseren Kindern, es liegt an unseren Studenten, dass wir auch die Möglichkeiten international stärker wahrnehmen. Wir tun das mit Erasmus Plus, mit anderen Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite wird es an uns selber liegen, bei der nächsten Quotenregelung auch hier vielleicht die Voraussetzungen für uns zu verbessern. Denn im Endeffekt, ich möchte auch mit dem Geld des Steuerzahlers seriös und im Interesse der österreichischen Bürgerinnen und Bürger umgehen. In diesem Sinn, zusammenfassend, glaube eine an sich sehr, sehr gute Regelung, der Sie hoffentlich zustimmen können. Danke allen Beteiligten, insbesondere den Verhandlern auch im Ausschuss. Und hoffe, dass wir auch das andere Thema nicht ständig wiederkehrend diskutieren. Ich kenne es auch schon sehr lang. Es bringt uns nämlich in der Sache nicht weiter. Sagt der Wissenschaftsminister von der ÖVP, Reinhold Mitterlehner. Sitzung zum Zweck der Abhaltung in der Stehpräsidialen. Die Sitzung ist unterbrochen. Was hat Mitterlehner noch gesagt? Die neue Frauenquote in den Kollegialorganen an den Universitäten sei eine zeitgemäße Regelung. Die Kapazitäten an den Unis seien enden wollen. Daher habe die Studieneingangsphase, kurz DEOP, einen Sinn. Sie werde aber derzeit evaluiert. Und das Herkunftslandprinzip im universitären Bereich habe in der Europäischen Union wenig verloren, so der Wissenschaftsminister. Zum Thema Änderung des Universitätsgesetzes und des Hochschulgesetzes.